Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kerbal Space Programm. Und zwar die Folge 200, weiß ich nicht, 15? Ich guck mal gerade schnell nach. Kann ich jetzt Gust machen? Eine Sekunde bitte. 220, alles klar. Da waren wir dann ein klein bisschen daneben, aber wir haben es dann trotzdem noch geschafft. Gut, wir wollen... Zwei Leute von Minmus. Dafür brauchen wir eine Rakete, die nach Minmus fliegt, und die müssen wir uns jetzt mal angucken. Minmus Rescue müssten wir sowas haben, oder? Minmus V6. Haben wir keine. Moon Rescue haben wir nur, okay. Na, dann wird es wohl die V6 sein. Laden wir die doch mal. Und dann gucken wir, was da an Power hinter steckt. Ich glaube, das ist eigentlich nach meiner Berechnung zu wenig, oder? Doch, das reicht. Da steht's. Ja, müsste klappen also damit. Und da gehen auch Dreier rein, ne? Oder? Gucken wir mal gerade. Ja, es gehen drei rein. Wir brauchen aber nur einen mitnehmen, weil, ne? Wir wollen ja zwei retten, ne? Die zwei Sternepiloten, die nehmen wir mal raus und gucken, dass wir einen Sternepiloten mitnehmen. Achso, der Ingenieur, der kann auch raus dann. Tom Ford haben wir gerade gerettet, ne? Aber der muss sich erst noch... Tom Don haben wir, glaube ich, gerettet, ne? Tom Ford haben wir schon ein bisschen länger. Aber wir nehmen mal Arani... Den nehmen wir mal mit. Das Ding sieht doch ganz gut eigentlich aus, oder? Ja. Dann sollten wir das doch mal starten, oder? Fehlt noch was? Wir können ja mal näher gehen, oder? Bisschen mit Plus daran. Haben wir denn da Solarzellen dran? Ah ja, die sind da unten, sehe ich gerade schon. Da sind sie. Wir haben Go. Ach, hier sind noch Klamotten drin, oder was? Okay, da haben wir noch Batterie, Thermometer. Ich muss näher ran, ne? Da ist das Dingens Gu. Ja, das Einzige, was uns fehlen würde, wäre ein Dingens, sag schon. Schließen wir das wieder. Ein Forschungslabor, ne? Aber komm, das nehmen wir jetzt nicht mit. Wir machen das einfach da mal mit und starten da mal los. So. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob das mit den Stufen passend ist, aber sollte eigentlich sein, oder? Gucken wir mal an. Wird schon werden mit der Folge 220. Ja, es ist einer drin, das ist schon mal gut. Das passt. Dann das ab. Das ist gut. Ja, das geht da oben weiter dann. Wenn wir wieder zurückkommen. Naja. Gut, okay. Dann würde ich sagen, geben wir erstmal das SAS an. Und Vollgas haben wir schon. Und dann können wir eigentlich loslegen, oder? Ist hier das runtergeschraubt eigentlich? Steht hier nirgendwo, ne? Haben wir auch nicht aufgepasst eben, wa? Doch, haben wir aufgepasst. Ich meine, da stand da alles gut. Gut, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go! So, der kleine Mann, der fliegt jetzt los. Gucken wir, dass wir das hinkriegen hier so. Sieht doch ganz gut aus, oder? Das ist ein guter Eindruck. Flugbahn ist gut. Ja,
Könnte ein bisschen besser sein, ne? Aber haben wir hier schon eingestellt? Ne, haben wir gar nicht, ne? Hm. Ja, passt schon. Klein bisschen wird es schwierig werden, das da hinzukriegen, aber alles gut soweit, denke ich. Die Solid Booster, die kriegen wir da auch noch hin, ne? Wie sieht's aus mit Höhe? 26.000, okay. So. Höhe 45. Jetzt kommen wir in den Bereich, dass wir waagerecht müssen. Kommen weiter waagerecht. Oh, das könnte gefährlich werden, haben wir aber Glück gehabt. Die sind gerade kaputt gegangen, weil ich aneinander gestoßen ist, aber nicht schlimm. Das sieht gut aus. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das so einigermaßen hier in die Wege geleitet kriegen, ne? Oh, Stufe leer. Nächsten. Oder nächste. So. Jetzt läuft's, ne? Ja. Fliegen, einfach fliegen, ne? Wird werden, oder? Wir müssen erstmal einen Orbit hinkriegen, das ist Fakt. Wir haben hier einen vollen Tank, das ist auch gut. Wir sind schon in Auren, im Weltall jetzt. Das passt also auch. Es ist alles gut. Hier wächst es zwar noch, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Ist auch nur minimal. Kleinen Tacken können wir vielleicht noch rüber. Läuft. So, jetzt müssen wir hier noch was hinkriegen. Nämlich einen Orbit. So, jetzt können wir ja mal gerade testen, wenn ich jetzt so mache, ob sich dann meine Flugbahn verbessert hier. Gucken wir doch mal gerade, oder? Sieht jetzt nicht so aus, als ob das besser wird. Aber ich glaube, der Kreis wird größer. Das ist das Entscheidende, ne? Obwohl es mir momentan gerade so ein bisschen Sorgen macht, aber ich glaube, das kriegen wir schon hin, ne? Ja, wird das noch größer? Nein, das ist nicht größer. Er wird größer. Bestimmt wird er größer. Ich glaube, er wird hier größer. Ist halt ein kleines Triebwerk gerade, ne? Aber es war schon relativ optimal, finde ich. Ja doch, der kommt jetzt langsam. Ich denke mal, wenn wir hier bei Abrapsis sind, dann ist der auch fast fertig. Immer schön korrigieren, ne? Ja, könnte besser sein. Kriegen wir den denn jetzt irgendwie so hin? Den auch so korrigieren? Ah, bitte. Wird schon. Wenn ich jetzt hier mal gerade ein Manöver setze und den mal so mache, dass das passend wird. Wo muss ich denn dann hin? Nach unten. Alles klar.
Dann machen wir das doch auch mal und gehen nach unten, ne? Nicht nach oben. Korrigieren wir das doch schon passend, oder? Sieht doch noch alles prima aus. Mach das mal weg. So, jetzt haben wir es auch gleich schon soweit. Wir können das mal noch mehr korrigieren hier. So, jetzt muss irgendwann die Periapsis kommen. Kann nicht mehr weit sein. Hier ist schon ziemlich weit außen. Hier sieht man auch schon. Wo ist er? 123. Jetzt vergrößern wir ja nur nach hinten. Da war doch gerade schon hier der Punkt zu sehen. Ja, da ist er doch irgendwo. Ist aber noch im Planeten, ne? Richte meine Flugbahn aus. Müssen wir jetzt auch machen. Sonst verballern wir hier viel zu viel wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt wächst er aber rapide, ne? Wie viele Meter haben wir denn noch? 120, alles noch gut. Alles noch im grünen Bereich, ne? Okay. Oh, jetzt geht's aber flott. So, da ist er. Bringen wir die auf die Höhe. 25. Und so soll reichen. Orbit haben wir. Jetzt müssen wir Minmus suchen. Wo ist Minmus? Da ist Minmus. Set is target. Haben wir. Wie ist unsere Bahn? Wie ist die? Aber eigentlich erstmal egal, ne? So, da sind wir. Ich setze einfach mal hier erstmal ein Manöver. Und dann schieben wir das einfach erstmal raus. Ah, jetzt ist das wieder so viel, dass wir eine Erde, da ist er. Stopp, was ist das? Was ist das für ein Approach? Closest Approach. Gut. Aber nicht richtig, ne? Wenn man das sehen könnte, ne? Bisschen wieder zurückholen. Okay, wir müssen definitiv auch noch tiefer. Na, das ist aber falsch. Stopp. Jetzt wissen wir, wofür das gut ist, dass man das, ne, so mit dem Ablenken macht. So, das Problem, was wir jetzt haben,
Ne, das ist schon. Na doch, komm, wir machen mal hier hin. Bisschen kürzer, ne. Okay. Das ist hier der falsche Weg, gerade wie wir feststellen. Okay, das bringt auch nichts. Jetzt wissen wir auch, wofür das gut ist, dass man erstmal den Weg geht. Okay, da werden wir irgendwo abgelenkt, aber von wem? Ist die Frage. Wer lenkt uns da ab? Ist er das hier, der Mun? Ich glaube, der Mun lenkt uns da ab. Marthas Kapsel haben wir da jetzt irgendwie ausgewählt. Super. Ich weiß noch nicht, wo der Punkt ist. Wo wir den treffen, ne? Stopp. Was haben wir da? Bin ich jetzt hier verkehrt? Total. Wir sind viel zu klein. Wir sind beim Mund auf der Bahn. Müssen wir da hinten hin, ne? Dann klappt das auch mit dem Dingens, sag schon. Da haben wir schon mal was. So, jetzt auf ein neues. Wo ist denn der überhaupt? Ach, da hinten ist der erst. Okay. Das bedeutet, da wird sowieso der Weg falsch sein. Okay, stopp. Ich glaube, der war ganz kurz am Aufblitzen. Kann er sein? Da. Da ist er. Minmus. Ich glaube, wir zentrieren mal gerade auf Minmus und gucken uns das da an. Focus View. Und dann wird's schwierig, ne? Ja. Wie wir sehen, sehen wir nichts, ne? Also wir stellen jetzt gerade fest, dass das da ganz schick ist, wo wir sind. Und auch der Weg hierhin ganz gut ist. Aber wir sind zu hoch. Und das kriegen wir gerade nicht mal so hin. Wenn wir sagen, wir machen das hier so mal hin und her, ne? Das sagt uns wieder, wir müssen zurück. Nee, das war verkehrt. Focus View, Backspace war es, genau, dann kommen wir da wieder hin. Das bedeutet, wir müssen erstmal jetzt wieder zusehen, dass wir unsere Notes hier richtig setzen. Und zwar würde ich sagen, ist es wahrscheinlich hier irgendwo. Machen wir das Manöver hier. Machen wir erstmal weg. Na, es funktioniert wieder prächtig, aber ist jetzt auch egal, wir machen da erst eins hin. Hat Manöver. Und zwar brauchen wir jetzt hier das da mal. Das war falsch rum. Das ist auch falsch rum. Das ist die falsche Stelle.
4,6, 7,2. Ich glaube, 7,2 ist hier am ehesten da dran. Wen haben wir jetzt gezogen, dass damit mal ein roter Balken noch erscheint? Irgendwas ist doch da jetzt fehl am Laufen, oder? Ach so, weil wir den da wahrscheinlich noch haben, ne? Kann das sein? Ja, wie kriege ich jetzt diesen doofen Punkt? Ach hier, ganz einfach hier. So. Aber hier ist gerade was fehlgeschlagen. Komm, den auch nochmal weg, da ist was faul. So, nochmal Manöver dazu. Wird schon mehr. Okay, das heißt, wir gehen mal runter. 3, 1, 3, 1, 4. Das bedeutet, hier ist 1, 3. Und dann müssen wir noch so schieben. Nee, ich brauche die nochmal. Wir möchten noch die 0 sehen. Die 0 sehen wir aber da nicht. Da sehen wir sie aber. Gut, wunderbar. Das heißt, wir fliegen jetzt bis dahin vor. Kein Mensch weiß wieder. Achso, doch, das passt schon. Wir müssen ja das korrigieren. Fliegen jetzt bis dahin und korrigieren dann da was. So, das heißt, ab hier. Ja, bitte einmal das machen, was ich sage. Läuft. Wenn wir dann da angekommen sind, richten wir aus. Also, wir müssen mal hier umschalten, dann geht das auch. So. Passt. Und wie viel Zeit haben wir noch? Also da 26 Sekunden, okay. Alles ist gut. Und ich würde sagen, wir brennen schon mal. Auch wenn es vorher ist, wird schon klappen. So, 36, 35, 34, 20, 19, 18, 17, 16 und tschüss. Okay, den gelöscht. Cannot delete. Control locked. Nix Gas geben. Control locked. Was heißt das wieder? Das Fenster ist mir neu. Jetzt ist weg. Das haben sie geändert. Da ist ein Update drin gewesen. Habe ich noch gar nicht gesehen. Oder ich habe irgendwas gedrückt, ne? Orbital Info, Advanced Orbital Info und Approach Info, Vermin Boss. Alles klar. Gut, aber wir sind jetzt erstmal so weit, dass wir jetzt wohl zum Ad-Manöver machen wir mal. Das gucken wir nämlich gerade noch. Wir sind ja jetzt zum Dingens relativ gut stehend.
Wo ist denn der jetzt raus? Da hinten haut er ab. Ah, das ist immer wirklich nicht so dolle. So, komm. Schwenk wieder rein. Da ist er. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der ausschlägt, ne? Wo wir uns ablenken lassen. Da sagt er, ist er am kürzesten in der Entfernung. Da war er doch kurz, oder? Ist das der Minmus? Ja, das ist der Minmus. Das bedeutet, wir fokussieren mal gerade auf den Minmus. Focus View. Gucken uns das hier nochmal an. Und das sieht doch ganz gut aus, oder? Prinzipiell. Kriegen wir den da hin? Ja. Ist nur die Frage, wo sind die Herrschaften, die wir retten müssen, ne? Wasfried ist hier hinten. Und stopp, das war zu viel. Das auch. Stopp. Ja. Warte mal, das ist Passfried. Wer ist das denn da? So, der ist weit weg. Wo ist denn der zweite Kollege am Fliegen? Immer noch zwei. Ach, sag jetzt nicht, der ist hier ganz nah. Default-Fahrzeug, vielleicht ist er das, ja. Gut, aber dann holen wir erstmal den Passfried da ab. Denke ich mal. Ein leicht abgelenkt. Da sind wir richtig. Okay, das war jetzt voll schlecht. Jetzt habe ich die Kontrolle verloren. Oder den Bogen nicht mehr raus. Stopp. Ups, das war wieder dann zu viel, ist klar. Gut. Ich glaube, jetzt ist sogar ziemlich gut. Wir könnten noch ein bisschen. Das ist ein bisschen schwer zu sehen hier gerade. Können noch ein bisschen runter. Nee, runter, nicht hoch. Stopp. Ja, machen wir so. Oder? Ja, lassen wir so. So ist doch gut. Da schlagen wir dann ein, würde ich sagen. Das heißt, wir gehen wieder zurück, gehen hier hin, gucken, wo unser toller Punkt ist. Da hinten. Wir sind aber da. Macht aber nichts. Äh,
Dann würde ich sagen, haben wir hier noch 21 Minuten Zeit, aber das machen wir alles in der nächsten Folge dann. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und macht ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Und gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und die Glocke macht euch an, damit ihr für die nächste Folge eine Info kriegt. Alles klar, bis zur nächsten Folge. Tschüss.